Bereits vor 9 Jahren wurde der Anstoß zum Naherholungs- und Freizeitgebiet in der Nähe des Ellipsus gegeben. Denn aus dem Burgsee in Natternberg soll in den nächsten Jahren sozusagen Kleingada werden. Dazu wurde vor einigen Jahren ein mit EU-Geldern gefördertes Gutachten in Auftrag gegeben. Vom Resultat war auch die Stadt begeistert. Der Stadtrat der Stadt Deggendorf hat mittlerweile einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. In dem wird die anschließende Nutzung geregelt. Was konkret dort kommt, wird dann im Bebauungsplan geklärt. Bis jetzt sind vor allem Campingplätze, Möglichkeiten zum Segeln, ein Bootsverleih und eine riesige Seenlandschaft mit Strand geplant. Für mehr Badespaß soll der Burgsee von derzeit 35 Hektar auf rund 50 Hektar und die kleine Insel in der Mitte des Sees vergrößert werden. Allerdings bleibt die Insel Naturschutzgebiet und ist somit nicht für das Betreten der Badegäste gedacht. Dennoch ist sich der Stadtgebietsleiter der Stadt Deggendorf sicher, dass die Erweiterung des Burgsees durch die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten ein Erfolg wird. Es wird sicher ein Magnet für Erholungssuchende, für Badegäste, Wasserski. Es wird auch Campingplatz sein, auch im Zusammenhang in der Nähe des Ellipso und des bis jetzt schon vorhandenen Freizeitgeländes. Die Firma Hacker hat bereits mit dem großflächigen Kiesabbau begonnen. Was dann genau von den ursprünglichen Plänen verwirklicht wird, wird sich wohl erst nach der Fertigstellung in rund 15 Jahren zeigen.